Every second person on social media is in Bali right now. Menschen, die nach Bali fahren, suchen ja hier wunderschöne Traumstrände, Erholung, Entspannung, Schaukeln im Regenwald, vegane Green Smoothies, schöne Massagen und einen ordentlichen Spa-Bereich. Es gibt aber eben auch die andere Seite von Bali, die den meisten Menschen verborgen bleibt, und deswegen bin ich hier. Das ist das Schlimmste, was es für mich gibt. Das sind meine Tiere. Schwimmen mit Delfinen. Den Delfinen hat man die Zähne bis auf den Kiefer abgefeilt. Ja, das war halt. Ich trete den Elefanten auf den Rücken, Alter, seid ihr verrückt? % der tropischen Salzwasserfische kommen aus dem Meer. Und hier sehen wir den finalen Beweis. Und es sind alles Wildfänge, Mann. Die haben eine Funktion im Ökosystem. Die gehören hier nicht her. Mir bricht jetzt gerade das Herz. So, Freunde. Das könnte heute interessant werden, oder nicht? Das werden wir gleich sehen. Den ihr heute seht, den kennt man vielleicht schon. Von einer Bewerbung von Seven in the Wild. Manuel Bergmann. Freut mich, hier zu sein. Ja, Alter, danke, dass du hier bist. Den hat man schon mal irgendwo im Internet gesehen, in diesem Seven vs. Wild Konsortium. Manuel lebt hier auf Bali und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil ich auf Instagram tatsächlich Fotos von dir gesehen habe. Von einem Ort, wo ich immer hin wollte. Und ich hatte eigentlich schon was angeleiert, ist alles nichts geworden. Dann habe ich Manuel einfach angerufen und gesagt, Manuel, ich brauche deine Hilfe. Und Manuel hat gesagt, gar kein Problem. Let's go. So, und das war einfach geil. Das war wirklich gut. Und seit einem Dreivierteljahr, haben wir Kontakt, keine Ahnung. Fast ein Jahr. Ja, fast ein Jahr. Habe ich Manuel quasi auf der Insel eingesetzt als meine Augen und Ohren. Genau, ein bisschen alles zu gucken. Vorbereiten. Ja, ein bisschen vorbereiten, dass man nicht so ins kalte Wasser geworfen wird, sondern wir wollen ja ins tropische Warmwasser heute. So. Genau. Und Manuel sollte für mich so ein bisschen gucken, wo man auf der Insel eventuell Händler findet oder Importeure, Exporteure, die mit marinen Zierfischen handeln. Weil hier ist ein großer Umschlagsplatz für diese Tiere. Das heißt, irgendwo werden die gefangen. Ob jetzt um Sumatra, um Sulawesi, um Bali, um die ganzen vorgelagerten Inseln. Wenn dann an Stationen konzentriert und dann für den Export nach zum Beispiel Deutschland, USA, Österreich, Schweiz und so weiter vorbereitet. Das findet natürlich alles hinter verschlossenen Türen statt, das kann man nicht einfach immer besuchen. Und du hast fast ein Jahr probiert, die Leute zu kontaktieren, aufzuspüren, zu gucken, zu machen. Ja, ich habe eine E-Mail geschrieben, mehrmals versucht, WhatsApp anzurufen, vor Ort auch hinzugehen, alle haben mich abgelehnt. Warum? Manuel, warum haben die dich alle abgelehnt? Ja, die wollten halt nicht zeigen, was das vor sich geht, aber dann auf einmal durch den Zufall. So geil. Ja, liebe das. Nach dem Surfen hat es auf einmal richtig angefangen zu regnen und dann habe ich mich untergestellt und dann war da einfach ein Schild, das Aquarium einen bestimmten Namen gesagt hat. Und dann bin ich da einfach mal reingestolpert und habe halt denen das Bild von dem Fisch gezeigt und die haben gesagt, ja, wir haben ganz viele und die gehen auch gleich nach Deutschland. Und ich dachte, Alter, okay. Und die haben mich da einfach reingelassen. Und von Anfang an hat Manuel alles richtig gemacht. Das war so geil. Ich habe gar keine Ahnung. Habt ihr den Fisch? Ja, ich gehe mal hier ein bisschen. Oh, ich filme mal so ein bisschen. Du hast mir dann das Footage geschickt. Und ich war so, Alter, Manuel, so geil. Alles richtig gemacht. Genau. Und habe dann gesagt, in 2 Monaten komme ich mit einem Freund nochmal wieder. Und der interessiert sich auch für Fische. Genau. Und jetzt sind wir hier. Seit 14 Jahren versuche ich, hinter die Kulissen dieser Industrie zu schauen und das zu exposen, also das darzustellen, wie es in Wahrheit wirklich ist. Und das ist extremst schwierig, weil das die Aquaristikindustrie, gerade in Bezug auf marine, also Salzwasserfische aus dem tropischen Bereich, die möchte nicht zeigen, was hinter den Kulissen stattfindet. Blaues Schild.
No, no, further, further, drive, 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 don't stop. Further, drive, drive. Der Plan ist, eine kurze Vorbeifahrt, einmal ein kurzer Sneak Peek. Ist da jemand da? Tor ist leicht offen, es sind Leute da. Wir halten 200 Meter weiter an, weil wir wollen natürlich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Stop shortly over here on the side. Yeah, maybe here. Yeah, it's good. Yeah, it's good. I like that. Bereiten uns vor, legen sogar Undercover-Kameras an, machen einen auf Tourist. Und natürlich brauchen wir auch jemanden Einheimischen, der übersetzen kann und das Ganze dolmetschen kann. Und das ist Agna, eine Mitarbeiterin von Manuel. Und die hilft uns beim Kontaktieren mit den Locals vor Ort. Wenn, nur für dich, wenn ihr sprecht über irgendwelche Sachen, ja, dann ein bisschen Abstand. Wenn du so zu nah bist, dann sieht man nur deine Brust. Also das heißt so ist ungefähr gut. So. Wenn ihr so redet, nicht zu nah dran. Hört man dich und man sieht dich. So, dann gucken wir mal. Hi. Das Tor ist auf. Wir gehen einfach rein, sagen, hallo, hier sind wir. Wir sind's, die Fischfreaks. Wow. Das ist der Manuel, einfach super smart, eine Dory zeigt, also Paracanthurus hepatus, den Paletten-Doktorfisch. Und dem gesagt, na klar, den haben wir hier, komm ruhig rein. Und was dann passiert, ohne Witz, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen niemals erträumen können. Crazy. Hey. Wow. Alter, ist das ein Riesending. Erstmal filmen, erstmal alles filmen. Das Coral Triangle, also das Korallendreieck zwischen Philippinen, dem ganzen Part von Indonesien und dann im Osten noch Papua-Neuguinea, ist quasi der biodiverseste Lebensraum unserer Erde. Hier gibt es die meisten Arten. Und hier sitzen sie alle zusammen in einer Halle, von A bis Z. Keine Nachzuchten, alles frisch gefangen aus dem Meer. Da sitzen sie alle. Ach Mann, es tut mir so leid. Die gehören halt einfach ins Riff. Ja, die schönsten werden ausgewählt. Hier haben wir einen der allergeilsten Aquarienfische, habe ich früher auch selber gehalten. Der steckt seinen Kopf ins Riff, lässt den Arsch hinten rausgucken und mit dem Augenfleck tut er so, als sei er eine Muräne. Boah, so geil. Oh, Schmetterlinge, Falter, Kaiser, Alter, hier, alter Schwede. Oh, man sieht den nicht. Oh, this is so beautiful. Bruba dia, bruba. Wow. They changed the color. Yeah. Absolute beautiful fish. Yeah. Oh, wow. 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 Das ist unfassbar. Also Manuel hat hier einen Jackpot gelandet, dass die mich hier alleine durchgehen lassen. Hier ist alles super seltene Arten, die ich noch nie im Aquarium Trade gesehen habe. Ey, ich schwitze am ganzen Körper, ich komme hier gar nicht klar. Dass wir alles dokumentieren können, unfassbar. Wir finden in dieser Halle so viele Arten, Arten, die ich noch nie unter Wasser gesehen habe. Oh, geil. Super, super schöner Grouper. Wahnsinn. Ganz, ganz toller Fisch. Und wo die Leute da drin auch super stolz sind, weil sie sagen, super rare. This one is my, one of my favorite. Oh, so beautiful. Oh, da. Die ist so schön. Mmm. Gut. Hier findet genau das statt, was die Salzwasser-Aquaristik-Szene immer sagt, nö, das stimmt nicht, es wird alles nachgezüchtet. Nein, 99% der tropischen Salzwasserfische kommen immer noch aus dem Meer, weil es einfach nicht möglich ist, sie zu züchten. Und hier sehen wir den finalen Beweis. Was für eine asoziale Drecksindustrie, ich flippe aus. Bitte wichtig zu unterscheiden, wenn ich hier jetzt über die Fische spreche, meine ich Salzwasserfische aus dem tropischen marinen Bereich. Ja? Also wir reden über Fische, die durchs Riff schwimmen, durch tropische Korallenriffe. Ich rede jetzt nicht über Süßwasser-Aquarienfische, nicht über Neons, Discos oder sonst irgendwas, sondern ich rede wirklich über Salzwasserfische wie Dory und Nemo, die da draußen eigentlich ins Meer gehören. Ah, gut, oh, Alarm. Alter, wow. Nein, Tiefseearten. Wow. Guckt mal hier, einer der schönsten Fische überhaupt. Wow. Best one. Wow.
Die Leute sind extrem stolz darauf, was sie uns dort zeigen. Sie holen den Drücker einfach raus, halten ihn in die Kamera an. Es ist immer so, okay, schnell dokumentieren. An dieser Stelle sei einmal erwähnt, dass wir den Leuten hier vor Ort überhaupt keinen Vorwurf machen können. Die wissen es nicht besser. Den einzigen Vorwurf, den ich mache, das ist dem Halter zu Hause, dem Privathalter und den Großaquaristiken, die zu Hause diese wilden Tiere in Wohnzimmern, Streamingzimmern und Zahnarztpraxen einsperren, einfach zur eigenen Belustigung. Ihr seid keine Artenschützer, ihr seid keine Arterhalter, ihr seid keine Fischfreunde. Ihr sperrt wilde Tiere ein, die vor Ort fehlen, für eure eigene Belustigung. Und das prangere ich massiv an. Ihr seid das Problem, nicht die Menschen hier vor Ort. Guckt mal, Freunde. Papageienfische. Die sind dafür verantwortlich, dass weltweit ihr auf schönem weißem Sandstrand liegt. Die fressen Korallen, zerknacken die mit ihrem Schnabelmaul, kacken die aus und das ist der weiße Sandstrand. Die sind sehr, sehr geil. Oh, ja, 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 ja. Sehr geil. Ganz selten sieht man auch in der Aquaristik, jetzt nicht so häufig. Das sind Meerbarben. Die sind schön. Wow. Natürlich jetzt völlig stressed out, deswegen haben die Stressfarbe. Kann es nicht fassen. So, die ganzen Doris, ja, haben wir hier, ne? Da geht auch nichts mehr. Die nächste Doris. Da stirbt schon eine. Hier liegt auch schon ein Halbtoter. Das ist alles scheiße. Alter Schwede. Oh, hier, Batfisch. Fledermausfisch. Super schönes Tier. Trigger. Oh Mann. Alter, hier gibt's ja alles. Hier ist wirklich alles. Alter Schwede. Also dreckig. Oh, den liebe ich beim Tauchen. Wunderschön. Boah, ich würde hier so gerne die große Kamera rausholen und machen. Aber jetzt ist halt scheiße, ne? Nein, in dem Moment. Das geht nicht. Kann ich nicht machen. Keine Chance. Keine Chance. Nur mal so, ne? Wenn du dir überlegst, was die Aquaristen zu Hause in der Salzwasseraquaristik für Technik und so weiter, die krassesten Bedingungen schaffen und dann siehst du das hier. Naja, ist ja nur eine Zwischenstation. Komm. Ist ja nicht für ewig. Ja, eben. Und es ist nicht so, dass die da überall sind. Da suchst du schon, freust dich, wenn du sie siehst, ein. Und hier hast du halt... Wie finden die? Das ist ja abartig. Alles voll. Alles voll. Ein paar schöne Shrimps. Es wird halt auch alles rausgerückt. Alles, was du... Alles, was geht. Alles, was geht. Alter Schwede, Jackpot, Manuel, du bist so ein geiler Typ, dass du das gefunden hast. Unfassbar. Guck mal hier, die ganzen Wirbellosen. Alles Wirbellose. Seesterne. Oh, hallo. Hallo, du. Guckt euch das an. Die fehlen alle in der Natur. Boah, ist das krass. Das ist kein kleiner Zwischenhändler. Es ist industrieller Fischfang. Ständig kommen neue rein, ständig gehen neue raus. Das ist hier eine Multimillionen-Dollar-Industrie. Ja? Und das ist nur ein Händler hier vor Ort, ein Zwischenhändler. Ich sehe hier seltene Arten, geschützte Arten. Hier gibt's alles. Ja, cool. Geistermorin. Ah, hier, auch nochmal interessant. Die ganzen Korallen, die werden ja immer alle nachgezüchtet. Mhm. Und das sieht nur, wie sie das gemacht haben. Nee, das sind Röhrenwürmer, die verkaufst du auch. Ich weiß nicht, was das ist. Hä? Sind das Schnecken? Das ist auch selten, dass ich mal was nicht weiß, was die Meeresbiologie betrifft. Ah, ja. Das, was diese ganze Fischfangindustrie antreibt, das ist die Nachfrage von zu Hause. Das heißt, die Bestellung der Großhändler. Ich brauche 100 Doris, ich brauche 200 Nemos. Das ist das, was das hier vor Ort quasi ankurbelt. Wenn das nicht mehr da ist, müssen sich die Leute neue Dinge überlegen und könnten zum Beispiel ein Schnorchelguide sein und Touristen die schönen Fische im Riff zeigen. Aber da fehlen sie ja jetzt. Oh, jetzt wird's interessant. Hier ist alles. Fledermausfische, Wimpelfische, verschiedene Kaiser, Pinzettfische. Alter, ach Gott. Wunderschöne Tiere alles. Oh, guck.
Es ist alles Fuchsgesichter in einem super schlechten Zustand. Unfassbar scheiße. Monte, das geht an dich. Hier kommt dein Bluthang her, also dein Doktorfisch. Guck's dir an. Da, alles Wildfänge. Für mich wirklich einer der am schwierigsten zu haltenden Doktorfische. Ist kein super teurer Fisch, aber ich finde diesen Fisch, der ist so geil. Also vom Aussehen her. Und es sind alles Wildfänge, Mann. Die haben eine Funktion im Ökosystem. Die gehören hier nicht her. Das, mir bricht es gerade das Herz. Es ist nicht mal ein kleiner Wildfang irgendwo. Ihr seht das hier, das sind zehntausende Fische. Nur hier. Davon gibt es auf den ganzen Inseln verteilt hunderte Stationen. Das ist jetzt wirklich mein Appell an euch Aquarianer da draußen. Schaut, wo eure Tiere herkommen. Sind es Nachzuchten oder sind es Wildfänge? Und wenn man euch erzählt, dass es eben Nachzuchten sind, prüft das. Ist es überhaupt prüfbar? Und geht in euch und denkt darüber nach, warum ihr das tut. Ihr macht das nicht für die Fische, ihr macht das nicht für die Riffe dieser Welt, für die Ozeane. Ihr macht das nur für euch. Und wisst ihr was? Ich war früher auch so. Ich habe das genauso gemacht. Ich weiß ganz genau, wie es euch geht. Und ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe das. Aber ich wünschte mir, dass ihr irgendwann mich verstehen würdet. Oder die Menschen, die mit mir kämpfen. Für die Tiere da draußen im Ozean. Da, wo sie hingehören. So, Leute, ich zeige euch jetzt mal, was man für $800 noch kaufen kann. Achtung. Haie werden natürlich immer nachgezüchtet. Die kommen niemals aus dem Ausland. So wie dieser schwarzspitzen Riffhai hier, inklusive Saugfisch. Mhm. Ah, geht immer. Ich zeige euch noch was Geileres. Achtung. But how do they catch them? Because I've never seen people catching the sharks. How? Do you know? With a net. This one as well? Yeah. Okay, okay. No, it's from Brazil and it's from Japan. But for a large aquarium or for private? You have to order first. Yeah, but is this for like a commercial aquarium, the big ones, or for private households? For the company. Company, yeah. Yeah. Bah! So, oh, let me take a photo. Cool. Ah, so beautiful. Very nice. Bis zu 99% sind tatsächlich Wildfänge. Es gibt einige Fischarten, die können super gut nachgezüchtet werden. Zum Beispiel Amphipyron ocellaris oder dieser typische Nemo-Fisch. Den kann man easy züchten. Da gibt es nicht mehr so viele Wildfänge. Aber einige Fische kommen rein aus der Wildnis. Und wenn man jetzt sagt, bis zu 80%, es gibt eine Studie, eine Erhebung, packe ich euch unten mit in den Link, die sagt, bis zu 80% der tropischen Salzwasserfische sterben auf dem Transport. Ja, bei manchen sind es auch 100%, bei manchen nur 10%. Und es gibt ja insgesamt 30.000 Fischarten. Man müsste jetzt jede einzelne Fischart einzeln beleuchten, einzelne Zahlen erheben. Und ich sage euch eins, die gibt's nicht. Ja. Guckt mal, hier kommen gerade die neuen an. Crazy. Hier wird noch sortiert und verpackt. So, die Guten kommen in Quarantäne. Und die nicht so Guten, die Schlechten, die werden aussortiert. Und sterben dann, oh, ein Wimpelfisch, Alter, ich fühle auch, oh nein. Wir sehen wirklich alles, wie die Fische ankommen, also von den Fängern quasi, in Plastiktüten einfach auf den Boden geworfen werden, dann ausgeschüttet werden, in kleine Plastikwannen vorsortiert werden, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, ganz einfaches System. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Großhandelshalle hier vor Ort ist schon der dritte Schritt. Das heißt, da war schon ein Fischer irgendwo draußen im Meer los und hat die gefangen. Dann kommt dieser Fisch aus dieser Fangzone, meistens in eine Quarantänehälterungsanlage vor Ort im Meer, dass man erstmal reinsammeln kann. Wenn dann genug Fische zusammengekommen sind, kommen sie an den ersten Zwischenhändler, Station 1. Überall auf diesen Stationen sterben Fische. Es gibt sogenannte Abgänge, nennt man das. Also beim Fangen schon, durch Cyanid, durch Netz, durch Verletzung oder in der ersten Quarantäne. Beim ersten Transport zum Zwischenhändler, vom Zwischenhändler jetzt in diese Halle, wo wir uns gerade befinden, bis hierhin sind also schon super viele Salzwasserfische gestorben
Und die Reise ist ja noch lange nicht beendet. Von hier werden quasi die Fische jetzt aussortiert nach guten und schlechten. Und nur die guten packt man in ein Plastiksäckchen, aufgetoppt mit Sauerstoff, sodass es bis zu 36 Stunden auf dem Transport in die einzelnen Länder ausreicht. Where do they go, China or what? Italy, Brazil. Can you ask him if they export to Germany? Yeah, oftenly. Oftenly, ja? Oftenly. Germany, big market, big fans of fish, everyone. I love it, ja. Die kommen in eine Styroporbox, die wird eingeschweißt und das geht direkt zum Flughafen. Gehen dann ins Flugzeug, landen dann in den Ländern wie USA, Japan, Deutschland, Schweiz und so weiter. Das steht dann dort erstmal bei Großhändlern. Dann wird es wieder verteilt an die Heimaquaristikhändler. Und dann erst ganz am Ende kommt der Fisch zu Hause ins Aquarium. Es sind also so viele Stationen, wo immer wieder Abgänge sind, wo Fische sterben. Manuel, wusstest du, dass Bali einer der größten Fischexporteure werden möchte? Nee, ich glaube, in den letzten Jahren waren es jetzt, also die haben mal angefangen mit ein paar hunderttausend und das geht millionenmäßig. Du siehst hier, guck mal, das ist nur einer von vielen Betrieben. Ja, die anderen haben mich ja nicht rangelassen. Du bist, Alter, du hast das so gut gemacht, Manuel, ich bin dir so dankbar. Sehr geil, ich bin... Guck's dir an. Während wir da sind, springen Fische aus den Becken. Wir haben sogar einen tatsächlich gerettet, den ich noch irgendwie greifen kann in so einem Abwasserkanal und wieder zurück ins Aquarium werfe. Fische fallen runter, Fische gehen daneben, Fische liegen irgendwo rum. In jedem Aquarium, was wir dort filmen, sind Fische gerade am Sterben, liegen an der Oberfläche, liegen tot auf dem Grund. Es kommt auch auf die Arten an. Manche sind sehr, sehr empfindlich im Salzwasserbereich, manche können ein bisschen mehr ab. Aber überall herrscht Tod. Oben stirbt der Nächste. Es ist nicht so, dass einfach nur mal ab und zu einer stirbt. Nein, Horror. Und so geht's weiter. Überall. Überall. Tot, tot. Der da hinten. Tot, tot, tot. Also 50% in dem Becken. Tot. Alter, sieht der schon schlimm aus. Der nächste da oben, halbtot in der Ecke. Ah, der ist schon der Schwanz angeknibbelt. Alter Schweizer. Fällt mir gerade schwer, mich zusammenzureißen. Und dass immer gesagt wird, naja, das züchten wir alles nach. Und der Lehmann erzählt einen Quatsch. Hier siehst du halt die Fische, wie sie aus dem Meer kommen, Mann. Also das ist ja alles, das ist alles Wildfang. Und es ist einfach so, dass im Salzwasserbereich ein großer Teil, bis zu 99%, einfach Wildfänge sind. Das sind alles Fische, die hier tot rumliegen, Mann. Und jetzt seht ihr es mal. Guck's dir an, guck's dir an. Das ist die Realität an einer der Stationen, wo aussortiert wird, wo ja immer keine sterben von den Wildfängen, ist ja klar. Hier haben wir den Beweis. Und das ist nur ein Gang. Einer morgen. Ja, einer morgen, ein Gang. Und da sind noch ganz viele weitere Gänge. Und da stehen überall so eine Eimer. Das ist die traurige Realität. So ist es. Das ist die Realität. Immer wieder ist es so, dass man sagt, ich habe schon alles gesehen. Es ist schon das Schlimmste. Und dann kommt in diesem Business immer noch eins on top. Immer noch eins obendrauf. Why is it cut? Es kommt ein Mensch an mit einer Schüssel, wo drin ein Fuchsgesicht und eine Dory, also ein Paletten-Doktorfisch, liegen. Und die haben keine Schwanzflossen. Und ich frage dann, was ist hier los? Und Agner übersetzt das. For custom, because some people like it. What? No, really? Yes. Den werden die Schwänze abgeschnitten für Menschen in Hongkong, denen das gefällt. They losing the, what is it, the tail, it's gonna be more expensive, they said. So that's why they cut it in purpose. Den Tieren werden die Flossen abgeschnitten, wirklich mit der Schere oder dem Messer. Wenn sie das Ganze überleben und tatsächlich recovern und noch als Fisch existieren,
ist das ein Fisch, den man für das Zehnfache an Geld nach Hongkong verkaufen kann, weil die Menschen dann dort das Gefühl haben, das ist ein Fisch, der war mal in einem Kampf, hat das Ganze überlebt und ist dadurch besonders stark und den möchte ich haben. Das heißt, diese Fische erzielen das Vielfache eines Preises, eines normalen Fisches, weil man sie beschnitten, kopiert hat. Und das ist eine Technik, von der ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe und die ich unfassbar bestialisch und ganz, ganz schlimm finde. Jetzt habt ihr es gesehen, dank eines glücklichen Zufalls konnte ich euch das alles mal zeigen. Und ihr habt jetzt gesehen, wo zu Hause die Doris und Co. alle herkommen. Und es bricht mir das Herz. Und wenn ich jetzt hier rauskomme, muss ich ganz kurz einmal durchschnaufen. Und all das zu verdanken habe ich Manuel Bergmann, der es durchgezogen hat. Richtig geil. Wahnsinn. Unfassbar. Und Nico, der alles aufgenommen hat. Alter, du geiler Typ. Es ist einfach geil. Und danke für die Locals, denen man keinen Vorwurf machen kann. Das erkläre ich euch aber draußen. Thank you very much. Okay. Merci. So. Agna, let's move. Raus hier. Thank you. Thank you, sir. Ah, Achtung, ich zeige euch nochmal das ganze Desaster da. Wahnsinn. Ich mache nochmal schnelles Foto. Achtung. Das war krass. Thank you, guys. Bye. Thank you. Thank you. Ah, my friend. Where do I have something? Wait. Thank you for showing me. Thank you, sir. So cool. Ja, meine kleine Appreciation muss sein. Das war cool. Freunde, das waren die verschlossenen Tore, die wir geöffnet haben. Achtung. Los, weg hier. Footage sichern. Was ist hier los? Wir schließen auch die Tore wieder. Unfassbar. Manuel, bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ihr wisst nicht, was das bedeutet. Manuel, dir ist noch nicht klar, was das für eine Konsequenz hat. Ich realisiere das nicht wirklich, ja. Boah, was für ein Morgen, ey. Start in den Tag. Das war krass. Also das muss ich jetzt erstmal sacken lassen, kurz bei einem kleinen Kaltgetränk. Und dann ist der Kameramann gegen unser Fahrzeug gelaufen. Das muss ich erstmal sacken lassen und das werden wir durchaus jetzt an gegebener Stelle gleich nochmal in Ruhe orientieren. Aber ich wollte einfach nochmal ganz kurz das mit euch teilen. Und nochmal an dieser Stelle, den Locals ist kein Vorwurf zu machen, sondern der Demand ist das. Das, was das fordert, dass ich solche Fische haben möchte. Und ihr habt es jetzt gesehen, das ist weltweit nicht alles nachgezüchtet. Ich denke, das wird einfach so viel verändern und so viel bei den Leuten bewirken, was wir heute gezeigt haben. Finally, Mann! Yes. So geil! Gut gemacht! Sehr schön! Und das motiviert auch einen, weil viele Leute sagen dann immer, oh, das ist so traurig und das macht mich so depressiv und so. Aber wenn ich das sehe und das wir zeigen können, das motiviert einen und das gibt einem dann auch Kraft weiterzumachen, so weil sonst dreht man durch. Deswegen machen wir das, Freunde. Wir wollen für Veränderung sorgen und was zur Veränderung gehört, ist, dass man die Wahrheit zeigt. So, rein da. Geil war's. Erstmal durchatmen. Ja, müssen wir jetzt. Leute, das, was wir hier sehen, ist die ungeschönte Wahrheit. Das ist das, was jeden Tag an ganz, ganz vielen Stationen stattfindet. Und ihr seht jetzt, wo die Tiere herkommen. Und vielleicht kann ich sogar im Rahmen dieser Serie noch einen Schritt weitergehen und ganz zurück an den Anfang, da, wo alles anfängt. Guten Morgen. Kurz vor 4. Nee, stimmt gar nicht. Kurz nach 4. So. Und da ist der Manuel. Morgen. Und wir machen jetzt was ziemlich Cooles. Oder auch nicht. So cool ist es nicht, aber wir machen es trotzdem. Ja. Und du hast noch jemanden mitgebracht. Ja, Julia. Hi, hi. Julia. How are you? Good morning. Thank you for coming with us. Wir brauchen nämlich auch einen, der die Sprache spricht, Bahasa. Und Manuel und ich sind, also Manuel ist sehr gut in Bahasa, aber ich verstehe kein Wort. So, jetzt fahren wir los und gucken mal, was passiert. Ich fahre mit meinem Team, in dem Fall Nico und Manuel, an einen Ort, wo jetzt kein Tourismus stattfindet, sondern an einen wirklich entlegenen Ort von Bali, einen sehr abgelegenen Ort mit vielen kurvigen Straßen und auf dem Weg dahin geht natürlich auch unser Auto kaputt. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch Bremsen haben. Man weiß es nicht genau. Wenn ich die ganz durchdrücken kann, das fühlt sich nicht richtig an. Und ich kann auch nicht aufpumpen, also da komme ich ja komplett durch. Ich würde sagen, TÜV nicht bestanden. Aber es piept. Was sagt dieser kleine Hund dazu? Genau das bedeutet ja Abenteuer.
Wir sind auch viel müde auch. Ja. Mist. Kamera. Naja, wie das in solchen Ländern immer so ist, dann fragt man einfach die Locals, dann habt ihr ein paar Mopeds übrig. Dann könnt ihr uns mal 8 Kilometer an den Strand fahren. Wir haben dann einen Termin. So, Equipment packen, Bleigurte um und los geht's, würde ich sagen. Nico hat Bock. Los geht's. Ist eigentlich gar nicht so lustig. Unfassbar. Ja. So. Oh Mann, jetzt wollte ich gerade mit den Mopeds mitfahren. Jetzt kommt der Pickup, verdammte. Okay, dann fahren wir zum Pickup. Oh, sorry. Okay, we take the Pickup. Nico Reiner. Normalerweise transportiert man damit Schweine. Heute uns. Wir fahren stundenlang fernab der touristischen Plätze, irgendwo durch die Walachei, Berge bis auf über 1000 Meter hoch, Dschungel, Serpentinen. Prima, das hat alles gut geklappt. Hier treffen wir jetzt einen Fischer, der uns tatsächlich mitnimmt, raus aufs Meer, um tropische marine Zierfische zu fangen. Und viel wichtiger ist, wir haben Manuel noch dabei, genau, der das Ganze überhaupt möglich gemacht hat. Und Manuels Schwiegervater ins B, der das Ganze für uns übersetzen wird. Ja, denn ich spreche kein Bahasa. Und Manuel, nur ein bisschen. Das zählt nicht. Wir brauchen valide genau Informationen. Genau. Bin ich mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Es ist so ein unerwartbares Ding. Wir können jetzt mit allem rechnen. Alles ist möglich. Ja, das ist immer das Spannendste. So ist es. Ich habe das schon viele Jahre versucht. Ich habe viele Kontakte spielen lassen. Ich habe das wirklich so oft probiert, an diesen Punkt zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Aber es hat nie geklappt. In der Holding Facility für tropische Fische, in der wir waren die Leute ja sehr aufgeschlossen, sehr freundlich. Wir haben sie auch nach Kontakten zu Fischern direkt gefragt, ob wir mal mitgehen können. Aber da haben sie eigentlich abgeblockt. Aber unsere Übersetzerin Agna hat dann noch mal per WhatsApp nachgehakt. Ja, ich habe ihr geschrieben, wo wir in Lombok waren, dass sie noch mal nachfragen soll. Weil wo wir da waren, haben sie ja nicht wirklich den Kontakt rausgegeben. Nee. Aber dann hat Agna gesagt, ja, wir würden auch viel Geld bezahlen. Ja. Und dann ging es auf einmal. Kein Problem. Und da ist er. Der Fischer, der uns alles zeigt. Na dann. Ja, würde ich mal kurz reinschauen. Das sieht natürlich interessant aus. Ne? Direkt am Meer, quasi so eine Auffangstation. Ich sehe Kisten, Styroporboxen, Holding Tanks und vor allem eine ganze Menge. Wirklich viel. Und ein paar. Hello, good morning. Das Ganze startet an einer weiteren Fischhalteanlage, also an einer Fischfacility, wo man die ganzen Fische hinbringt, nachdem sie gefangen sind. Und die ist noch größer als die, die wir als erstes besichtigt haben. Wir mal gucken. Oh, we would like to see fishing. Oh, yeah. Yeah, how you catch the fish and everything. Yes. Oh, yeah, here this is the manual. Manual, yeah. The traditional good. Yes, exactly. Yes, very good. That's what I want to see. Yeah. Then, and can I take a look? This poo-poo.
In dem Fall ist es ein bisschen schade, dass ich sage, ey, wow, das ist ja total amazing. Ich als Fischgar, ich möchte das alles sehen. Kann ich auch ein paar Fotos machen? Mm-mm. Keine Fotos, kein Film verboten. Der Besitzer ist auch sehr angespannt, guckt sehr suspicious. Nico, der bei unserer Ausrüstung bleibt, wird die ganze Zeit mit krassen Fragen gelöchert. Aber Manuel und ich sind da undercover cam um, rein da, wir gucken uns alles an. Dripping in already. Yeah. Damselfish. Cool. Ah, Wimpelfisch. I know this. I love this one. Cool. Wow, holy shit. Hello, good morning. Wow. Oh, wow. Ooh. I love these ones. Oh, you even have... This is very special. I love these ones. Yeah, that's a very, very nice fish. I love it. All these box fish. Ah, you even have putzerfish. The cleaning wrasse. Nemo amphibian. Amphibian ocellaris and? Yeah. Ah, you get the... Oh, you have these ones. Who's buying these ones? Like big aquariums, huh? Yeah. This one. Okay, wow, krass, noch nie gesehen. Was haben wir noch? Alle möglichen Nemo, hier sind drei Amphibian-Arten. Eins, zwei, three species, hä? Huh? Yeah. Oh, wow. Cleaning grass. Ja, zwei Binden an der Mondfisch, sehr geil. Oh, Seenadeln. I love these ones, they are amazing. Da verschlägt es einem wirklich die Sprache. Tausende Becken, zehntausende tropische marine Zierfische, direkt aus dem Meer 10 Meter weiter. Alles für den internationalen Markt zum Verschiffen. Okay, cool. And this is for corals or what? Corals, hello, good morning. Corals and worms, huh? Yeah, corals. Wow, cool. Are they? No, there's no light. Are they growing? Yeah, it's growing. But not much light, but still, yeah? Yeah. Wow, many. Holy moly. Alles voller Korallen. Krass. Korallen, Wirbellose ohne Ende. Wow. Alles volle Korallen und Wirbellose, die ja alles immer Nachzuchten sind. Weiß ich, liebe Aquaristik-Szene. This is the Bangai Cardinal. I love these ones. Very pretty fish. Yes, yes, yes. Die sind bedroht durch den Aquarienhandel. Ah, there's Bangai Cardinals everywhere. Yeah. Wow. Oh, wow. Okay. And this is all Tridacna. Das sind alles Riesenmuscheln. Also, wenn ihr das jetzt nicht alles seht, weil ich das gerade verdecke und schwierig zu filmen ist, seht ihr ein Riesenbecken und alles ist voller Riesenmuscheln. Das ist ja der absolute Oberhammer. Boah, Manuel! Ja. Oder? Das ist eine ultra geschützte Art, die ist der Hammer. Wow, das ist auch Tridacna. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich würde jetzt schätzen, mindestens 10.000 Riesenmuscheln. Und das ist ja eine riesen Anlage, Alter. Wie viele Tausend? This corals as well? Oh no, but there's secret. Secret? Yeah. Okay. Es gibt auch einen Bereich der ganzen Anlage, wo drei Leute irgendetwas tun, wo ich nicht hin darf. Sie sagen, nee, Secret, darfst du nicht hin. Oh, ich würde sogar nicht da drüben reingucken, aber Secret. So, ich würde da so gerne reingucken. Ich kann euch aber nicht sagen, was dort stattfindet. Ich weiß es nicht. Riesige Betonbecken, wo die Menschen irgendwas machen. No idea. And this is Filter? Oh no, you have sharks. Sharks, ah, okay. Yeah. Alright, Weißspitzen Riffhai. Was haben wir? So, White-Tip Reef Shark, anything more? Yeah. No, just one? Oh, I think... 10 or 5. 10 or 5, okay. Und mittlerweile finden wir jetzt hier die dritte Haispezies auf unserer ganzen Reise, die für den internationalen Markt bestimmt ist und europäisches Erhaltungszuchtprogramm mit Haien mal. Sie kommen halt aus der freien Natur. Punkt. Also wir haben ein großes Becken mit 5 Haien. Für den Export, okay. So, und was haben wir hier?
Da sind die ganzen Kaiser, Falter, Drücker, Wimpelfische, alles voller Wimpelfische. Boah, ist das krass. Drücker. Oh, Botana. Tang, Botana. Oh, very nice. The Angel. Wow, this is a very beautiful one. Wüsten. Wow. Wüsten oder nicht? This is super beautiful. Amazing fish. Love this one. Alles klar, das sind alles Lippfische, ein paar Grundeln, Trigger, drei verschiedene Trigger-Sorten. Hier haben wir wieder, boah, hier ist der, den ich nicht kenne, Manuel. Das ist der, den ich nicht kenne. So, do you know the name of this one? The name? Kleng MP. Das musst du dir mal merken, weil den kenne ich nicht. I have never seen this one before. This is an amazing fish. You have? No, I don't know. This is so beautiful. Never seen it before. I've seen it once during diving, but we don't have this one in Germany. Oh. It's amazing. Oh, yeah. Such a cool fish. Meragute. Meragute. Red-white. Red-white, ja. Kling. Ja, Klingfisch. Ich frage die Leute auch, wo habt ihr die Fische her? Naja, da aus dem Meer haben wir gerade eben gefangen. Hier werden die dann zwischengelagert, bis sie zum Großhändler kommen, in Den Passar, 4 Stunden entfernt. Das ist die Anlage, wo wir als erstes waren. Very, very nice. Thank you for showing that. Thank you. Hier haben wir noch mal ganz viele Papa-Fische. Wow. Holy. Thank you, Makasi. Crazy. Cool. Manuel? Das ist halt das, was ja nicht stattfindet. Das passiert ja nicht. Bali ist einer der größten Zierfischexporteure für den internationalen Handel weltweit. Und die fliegen jeden Tag Fische in die ganze Welt. Und das übers Jahr gerechnet sind einige Millionen. Und wir sind jetzt hier wieder mal nur in einer Anlage. Davon gibt es zunehmend immer mehr und immer größere und immer professionellere. Und jetzt fahren wir mit dem Boot raus und hoffen, dass wir ein paar Fische fangen. Na dann. Hier, direkt? Okay, kürzeste Ausfahrt aller Zeiten. Es geht direkt los. Das ist einfach krass. Also wenn man, es ist jetzt ein ganz komisches Gefühl, weil ich so viele Jahre auf diesen Moment gewartet habe, dass das mal passiert und ich da schon nicht mehr dran geglaubt habe. Und jetzt ist es gerade wirklich völlig surreal. Ich muss lachen, dass das passiert. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Super, ihr beiden kommt nach, ja? Ja. Bis gleich. Bis gleich. Wir tauchen ein in ein nahezu perfektes Korallenriff. Kristallklares Wasser, wunderschöne, perfekte Korallen, voller wunderschöner Fische. Den Fischen zuzugucken, wie sie im Riff miteinander rumtollen, spielen, sich verstecken, auf Jagd sind, in riesigen Schwärmen, in Freiheit, in einer perfekten, superguten Umgebung leben und im nächsten Moment daraus entnommen werden und in eine Plastiktüte gesteckt werden und wie sie dann immer mit ihrer Schnauze an die Plastiktüte schwimmen und zurück ins Riff wollen, das tut so unfassbar weh. Und ich kann nicht verstehen, wie ihr diese wunderschönen Tiere in einem Glaskasten einsperrt und
das ein Hobby nennt. Wie die beiden Aquarienfischer die Tiere fangen, ist extrem professionell und super vorsichtig. Es ist so ein 2,5 Meter langes, sehr feines Netz mit Schwimmkörpern und so einer Kette unten dran, was sie ganz vorsichtig ins Riff legen, in so einem Halbkreis, möchte ich fast sagen, über 2,5 Meter, circa 1 Meter hoch, würde ich jetzt schätzen. Dann schwimmen sie von zwei Seiten, von hinten ran, scheuchen die Fische in Richtung Netz, die natürlich am Netz enden und zappeln oder sich da drin verstricken und verhaken. Und dann werden sie mit kleinen selbstgebauten Keschern abgekeschert, an die Oberfläche gebracht, dort in eine Plastiktüte überführt, die sie dann an ihrem Gürtel festmachen. Wenn man dann genug Fische in der Plastiktüte hat, schwimmt man zu einem Eimer, der an einer Boje befestigt ist, die mit einem Anker befestigt ist, und packt die Fische dort rein, bis der Eimer eben komplett voll ist mit tropischen Marienzierfischen. So geht das für Stunden. Für Stunden fangen wir einen Fisch nach dem anderen. Insgesamt ca. 25 verschiedene Arten, von Feenbarschen bis Doktorfischen, von Grundeln bis Wimpelfischen. Da ist alles Mögliche dabei. Arten, die man alle auch nicht züchten kann. Ich weiß, viele denken, das sind nur Fische. Aber das ist doch kein Produkt. Es sind Individuen. Jeder einzelne Fisch hat einen eigenen Charakter, eine individuelle Lebensweise. Manche sind scheu, manche sind forsch, manche sind liebevoll, manche sind ängstlich, manche sind Partner fürs Leben. Da wird eben nur einer weggekeschert. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Leid, was dort stattfindet, ja nur verborgen bleibt, weil Fische nicht reden können, weil sie nicht schreien können, weil sie nichts erzählen können. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man all das. Wir haben nach einer Weile um und bei mehrere hundert Zierfische gefangen. Und das waren jetzt nur wenige Stunden an diesem einen Ort. Auf der ganzen Küste wird gefischt. Ich frage die Fischer auch, sag mal, wie viele gibt es von euch? Und die sagen, es werden halt immer, immer mehr, weil man damit extrem viel Geld verdienen kann. Der illegale Handel mit wilden Tieren ist nach Waffen, Drogen und Menschenhandel im illegalen Bereich das viertlukrativste Geschäft der Erde. Und die Marienzierfische spielen mit die größte Rolle in diesem Business. Thank you.
Es gibt eine Situation, bei der ich mich besonders schuldig fühle, weil ich sehe zwei Wimpelfische und sage, die sind cool, die mag ich sehr gerne. Weil ich muss die ganze Zeit natürlich immer wieder so tun, als ob ich ein großer Fischfreund bin. Und sie tauchen runter und keschern sie einfach weg und dann sind sie in der Plastiktüte. Fische, das ist mein Leben, das ist meine Vergangenheit, das ist alles, wofür ich heute stehe. Und das ist auf einmal in einer Plastiktüte. Und ich bin schuld. Minimalste Ausrüstung, werden die Fische gefangen. Alte Maske, alte Flossen. Hier sind die kleinen Kescher, die Jungs haben, selber gebaut. Sehr effektiv. Und hier geht es wirklich nicht darum, die irgendwie an den Pranger zu stellen oder sowas. Das sind ganz arme Fischer, die mir ihr Leben gezeigt haben. Und das respektiere ich massiv. Ich bin extrem beeindruckt, dass ich hier mitfahren durfte. Ich bin extrem beeindruckt von dem, was hier gerade passiert ist, dass ich euch das zeigen darf. Es ist sowieso, ehrlich gesagt, ein ganz, ganz emotionales Thema für mich. Aber ich habe auch einen enormen Respekt, dass die Jungs mich mitgenommen haben und mir das alles einfach so offenherzig gezeigt haben, mit einer unfassbaren Freundlichkeit. Das respektiere ich massiv, weil das ist nicht das Problem. Die Jungs sind nicht die Probleme. Guck mal, die wollen ihre Familien und ihre Kinder ernähren. Da geht es nicht darum, Geld zu machen oder ums Ego. Das sind Menschen, die leben davon, ja? Die könnten auch was anderes machen. Die könnten super geile Schnorchelguides sein, die könnten Tauchguides sein. Die sind super Freitaucher. Die sind wirklich gut. Sie müssen nur alternative Einkommensquellen finden oder erstmal kennen. Und man muss das natürlich auch anstoßen und anbieten. Das ist alles nicht so einfach. Surya, kannst du ihn fragen, wie viel Geld er am Tag bekommt, wie viel er mit den Fischen verdient? Das ist sehr interessant für mich. Am Tag? Am Tag. 300 bis 400.000 am Tag. Also bisschen mehr als 20 Euro. Okay. Das macht im Monat etwa um die 600 Euro. Das ist das Dreifache eines durchschnittlichen indonesischen Gehalts. Natürlich spezialisieren sich Menschen genau auf diese Art und Weise des Geldverdienens, weil es bringt unfassbar viel Geld. Ich überschlag mal ganz kurz. Meeresfische kosten in Deutschland, wenn man sie im Handel kauft, um die 50 Euro pro Fisch. Es kostet auch mal einer 20, es kostet aber auch einer 1000. Wir hatten dort 500 Fische. Mal 50 sind 25.000 Euro wert. In Deutschland. Nicht hier. Hier sind es 20 Euro am Tag. Die sind halt nicht diejenigen, die die ganze Kohle mit den Fischen machen, sondern das findet dann immer erst später statt.
Das ist ein guter. Den kennt ihr. So, jetzt guck mal. Es wird immer mit Sauerstoff aufgetoppt, dass sie das auch überleben. Reiner Sauerstoff. Wir verpacken einen Teil der Fische, die danach nach Den Passar gefahren werden, in die Holding Facility, wo wir als erstes waren. Und dann kommt eigentlich der für mich wichtigste Part, in dem ich mich mit den Fischern nochmal bei einer frischen Kokosnuss zusammensetze und ihnen ein paar Fragen stelle. Soria, kannst du Devi eine Frage stellen, bitte? Ja. Wir haben die mit Netzen gefangen. Das ist eine sehr gute Methode. Es gibt aber auch andere Methoden, von denen ich gehört habe, wo man Gift ins Riff sprüht, bei dem die Korallen absterben, aber die Fische sehr schnell betäubt werden, die man dann einfach aufsammeln kann. Also quasi eine einfache Methode. The cyanide with the... No, no. Bali, nein. Nein. No. Aber Sulawesi, Lombok. Ja. Das Verneinen sagen sie, ja, haben wir früher gemacht. Auch der Captain, mit dem wir los war, der hat das noch gemacht. Aber sowas findet nur noch auf Sumatra und Sulawesi und umliegenden Inseln statt. Hier auf Bali nicht mehr. No? Okay. No. 0%. Gut. War sein Vater auch schon Fischer? Und möchten seine Kinder auch Fischer werden? Das interessiert mich. Sie machen das seit Generationen tatsächlich. Sie gehen am Nachmittag sogar noch Fische fangen zum Essen für die Touristen, weil sie eben gute Fischer sind. Und ich frage auch noch Fragen wie, züchtet ihr welche nach? Ya, kalau nerenak daerah Sumber Jemat, cuma bibitnya dari luar Bali. Sama aja. Iya, sama aja. Bibitnya dari laut juga. Iya. Namanya dari Papua juga. Bisa gai. Gecuk tetap di kleine Fische vom Meer auch genommen. Ja, ja, immer so. Ja. Also das, man nimmt Larven aus dem Meer und macht sie dann groß und verkauft sie dann. Ja. Okay, das kenne ich, Okay. Ich frage zum Beispiel auch nach Lizenzen für Korallenexport oder für überhaupt dieses Fischefangen. Sie sagen, ja, also für Korallen haben wir keine Lizenz, können wir nicht machen, aber auch für Fische haben wir eigentlich keine Lizenz, aber prüft halt auch keiner. Das heißt, auch die Händler in Deutschland, denen kann man unter Umständen gar keinen Vorwurf machen, weil sie gar nicht wissen, woher die Fische kommen. Komm, alle die Taucherjungs und er zusammen ein Foto. Alright. Danke, dass ich das sehen durfte. Sehr, sehr gute Taucher. Die Jungs haben es echt drauf. Dass wir diesen Einblick hier bekommen haben, und ich wiederhole das jetzt zum 100. Mal an dieser Stelle, das geht nicht darum, irgendjemand an den Pranger zu stellen. Das sind Menschen, die verdienen damit ihr Geld. Denen ist überhaupt nichts vorzuwerfen. Aber allen Leuten, die in Deutschland diese Fische kaufen, ihr sorgt dafür, dass da draußen die Riffe leer sind. Und das ist einfach unfassbar schade, dass diese Fische im Ökosystem fehlen. Und die Menschen hier, die müssen in der Zukunft einfach eine alternative Einkommensquelle finden. Und Manuel, ne, wir sehen das hier. Die Riffe sind ultra geil. Ich würde hier sofort schnorcheln. Ich habe viel gesehen. Du weißt, ne, mit Riffen ist das langweilig. Beeindruckt. Nee, aber das hier fand ich wirklich toll. Wunderschön unter Wasserwelt. Die könnten hier super geile Schnorcheltouren anbieten. Ich weiß, dass das nicht von heute auf morgen geht. So aber was dauert. Bali Ecotourism ist eigentlich, könnte sehr gut funktionieren. Die Touristen sind ja hier. Ich glaube, dass das funktionieren kann in der Zukunft und dass sich der ein oder andere zu Hause vielleicht mal fragen sollte, warum man diese Fische im Aquarium hat. Das macht man immer nur für sich selbst. Das wenn macht man einfach rausgehen kann und sie in einem Ozean sehen kann und dann frei und wild. Man macht das nicht für die Fische oder den Ozean oder für Artenschutzsachen. Man macht das immer nur für sich selbst, weil man die schön findet. Und so war ich auch. Und ich bin so froh, dass wir das geschafft haben, euch mal den Weg der Fische ins Aquarium zu zeigen und dass diese Menschen mich
in ihr Leben gelassen haben. Das bedeutet mir extrem viel. Jetzt atme ich erstmal durch, gebe den Jungs ein ordentliches Trinkgeld und dann... Wir können echt stolz sein, dass das alles funktioniert hat und dass wir das aufnehmen konnten. Unfassbar. Ich bin mega happy, dass das alles geklappt hat. Ja, ich auch. Manuel, danke. Manuel Bergmann, Alter. Und Nikolai Deutsch.